Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Epicraft mit einem sehr neuen Gast, der gerade erst dazugekommen ist. Du kannst dich natürlich auch gerne vorstellen. Hi, mein Name ist Waldo. Okay, das ist eigentlich alles. Genau, wir haben ein paar neue Gäste dazu bekommen. Das ist schon sehr geil. Boah, diese Zombies, ne? Das ist schlimm mit denen. Aber TeamSpeak hat auch seine Ausfälle manchmal. Obwohl Skype, muss man sagen, ist echt die Pest, wenn es um das geht. Ist so schlimm. So. Ja, und da brauchst du natürlich irgendwann noch ein Haus, damit dich die Monster hier nicht penetrant nerven. Und oder umbringen, weil das ist nicht gerade so geil. Die spawnen hier auch in Gruppen. Reihenweise. Das ist schon. Weiß nicht, warum das Attack of the B-Team heißt, kann aber auch daran liegen. Das ist manchmal echt verstörend. So, Zombie. Aber in den Höhlen findet man einfach so viele Erze, dass da wirst du auch den positivsten Schock deines Lebens bekommen. Ich bin wieder gestorben. Ich finde den Spawn ja eigentlich nicht mal schlecht, aber er ist halt so weit weg. Ich bin auch ein paar Mal da gespawnt, da bin ich erstmal irgendwann hier hingerannt und dann, naja, war ich dann endgültig hier. Zum Glück. So. Ich glaube, ich rüste mich einfach mal auf Weg aus und begib mich dann zur Stadt. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. So, ich muss ein bisschen am Haus weiterbauen. Diesmal bin ich sogar früh dran. Auch in der 32. Folge ist es für mich sehr früh, mit dem Haus so weit zu sein. Das ist bei Hexit anders gelaufen. Naja. Aber hier gibt es so viele tolle Items. Sogar Fernseher gibt es hier. So. Ich muss ja, genau, ich war gerade am Wollefarm für meine Couch. Und habe auch schon ganze, oh, drei Stück. Das ist ja sowas von krass viel. Damit kann ich lange überleben. Holz. Woraus baue ich das denn? Ach so, oh gut, genau, da habe ich ja alles perfekt. So. Ja, gehe ich einfach mal auf Wolle-Suche. Als Fledermaus. So. Und Findige werden es jetzt wahrscheinlich auch schon bemerkt haben. Ich habe endlich einen neuen Skin nach, was weiß ich, wie vielen Monaten. Musste nicht mal sein. Also der war echt längst überfällig. Boah. Den noch auf allen Thumbnails einzufügen. Auch natürlich jetzt bei Epicraft mit den ganzen neuen Gästen. Muss ich natürlich auch noch ein bisschen das aktualisieren. Aber das habe ich schon zum Großteil gemacht. Das war, naja, nicht wenig. So, habe ich noch irgendwo Eisen? Ach, ich habe ja alles dabei. Naja. Boah, aber wenn man eine Fledermaus ist, kann man eigentlich die Monster ziemlich gut kontern, weil sie da einfach nichts machen können. Außer Skelette. Ich müsste mal eine Fledermaus finden. Ja, habe ich auch endlich mal gefunden irgendwann. Das ist echt verdammt praktisch. Habe ich auch gebraucht. Ich musste dafür erstmal sterben, um überhaupt zufällig eine zu finden. Boah, komm schon, Creeper. So. Aber eine Rüstung findet man relativ schnell. Also wenn man einmal Diamanten hat, dann hat man eigentlich eine komplette Rüstung. Also die Adern sind so groß. Das habe ich echt noch nirgendwo gesehen. Also es gibt so viele Erze hier, man hat die ganzen Taschen permanent voll. Es ist geil. Genau, und Fossilien gibt es ja auch noch hier. Das ist noch praktischer. Da mache ich extra noch ein Zimmer für, damit ich ein Forschungslabor hier reinbaue in mein Haus. Denn hier lohnt sich das ja. Von den Fossilien habe ich auch schon gehört. Was genau bringt das denn? Damit kann man sich Dinosaurier züchten. Das ist ziemlich praktisch. Die kann man einfach in Höhlen finden. Dann, naja, analysieren mit solchen verschiedenen Maschinen und dann kann man daraus einen Dinosaurier spawnen. Das ist geil. Okay. So, ich habe ja auch random welche gefunden, aber muss dafür erstmal so ein bisschen. Ist ein bisschen was mit Technik, aber echt sehr, sehr wenig. Nicht so wie bei Tacket oder sowas, wo dann extreme Rezepte dann auf einmal kommen. Das ist zum Glück hier nicht so. So, Monster vertreiben. Boah, bringt aber auch echt gut Level. Nee, Creeper. Ganz sicher nicht. Vor allem nicht hier. So, weg mit ihm. Dann kannst du dein Haus hier irgendwo hinbauen. Neben unsere Häuser zum Beispiel. Hier ist ja noch Platz. Ist jetzt ein bisschen doof gelegen, aber naja, gibt halt tiefe Schluchten und sonst eigentlich nicht wirklich große Grasflächen. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde die Hüte der Monster manchmal ziemlich cool. Das sind einfach Skelette mit Minecarts auf dem Kopf und so, also schon sehr verrückt, dieses Modpack. Boah, weg, Spinne. So.
Und mal wieder Holzmangel. Ja, na super. Ach ja, das habe ich nicht anders gekannt. Ich brauche bereits dringend ein Lager. Also ein Lager braucht man auf jeden Fall, um seine ganzen Müll-Items irgendwo hinzutun. Denn das sind einfach so viele. Boah, ich hatte da schon bei Hexet Probleme mit. Aber jetzt geht das gar nicht mehr klar. Boah. So, Leder. Auch nicht schlecht. Könnte ich auch gebrauchen. So, dann muss ich bald eine Weizenfarm machen, damit wir auch alle was zu essen haben, denn sonst verhungern wir irgendwann nochmal. Wäre jetzt nicht so geil. Ich bin gerade auf einer 5x5 Blockinsel und bin umgeben von Zombies. Ja, oh, das ist die normale Situation. Ja, die Zombies kommen überall her, da sind sie schon wieder hier unten. Da kommt auch einer her, komm schon Zombie. Die sterben. Sehr gut. So. Und bald werde ich auch noch schön in die Tropen reisen. Dann gibt es hier Dinosaurier auch noch. Die man sich dann auch noch schnappen kann. Man muss sie nicht unbedingt züchten. Man kann sie auch so in die verwandeln, wenn man die trifft. Na, Enderman. Der geht nicht mal weg. Sehr gut. Enderperle. Nein, schade. Ja, endlich wird es wieder Tag. Dann kann man nochmal weiter seinen Beschäftigungen nachgehen. Endlich. Boah. Und noch ein Creeper. So. Und da werden sich auch manche jetzt freuen. Der Balloon saß jetzt auch im Projekt dabei. Das hätte ich jetzt zwar nicht mehr gedacht, dass es noch möglich wäre, aber er ist auch jetzt dabei. Finde ich sehr cool. Wird sicherlich noch einige lustige Aufnahmen geben, wo wir dann alle zusammen aufnehmen. Und den Server zum Absturz bringen. Mal gucken. So. Ich brauche noch so viel Wolle. Mich, wie war das eigentlich? Eine Couch ist ja schon praktisch. Okay, hier waren das. Eigentlich gibt es mal richtige Möbel. Das habe ich nämlich echt immer mal vermisst. Ah, Zombie. Nee. Ach, da ist der gut. Habe ich ihn abgebaut. So, wieder hinstellen. Okay, wie brauche ich davon noch? Boah, wird das teuer. Und hier habe ich 1, 2, 3. Na, das wird ja lustig. Ich sammle einfach noch ein Stack Wolle. Gibt es ja auch nicht so oft, leider. Aber man kann ja fliegen, wenn man eine Fledermaus ist. Aber da habe ich auch lange gebraucht. Um die mal zu finden. Und vor allem zu erwischen, weil die Viecher echt... Naja, man kennt sie ja. Wenn man sie sucht, dann findet man sie einfach nicht. Das ja, das ist einfach so. Echt nervig. Am besten in eine Höhle gehen oder sowas. Ich habe eine irgendwie draußen gefunden in freier Wildbahn. War aber auch eher zufällig. Aber naja. Okay. So, da kann man vom Monstern echt gut wegfliegen. Oder wenn man seine Items irgendwie verloren hat, dann kann man da mal wieder hinfliegen. Aber hier ist es ja auch so, wenn man stirbt, dann werden die Items in so einen Grabstein rein geportet. Und wenn man den abbaut, bekommt man seine Items wieder. Das ist sehr cool. Okay. Also die werden hier nicht irgendwie respawnen. Finde ich auch sehr gut. So. Wenn ich auch wieder dann irgendwann bald dran setzen, mal Dinosaurier zu erforschen. Ich habe schon ein paar Fossilienrelikte gefunden. Gibt es ja ziemlich oft in Höhlen, man muss halt nur Glück haben. Braucht man dann, glaube ich, schon einen ganzen Stack, um da mal ein Fossil rauszubekommen. Aber das lohnt sich. So. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Was ist das eigentlich für ein komisch? Ach, das Obsidian. Ist ja auch praktisch mit diesem Item-Anzeige-Ding, dass man immer genau weiß, welcher Block das ist und welcher Mod. Mhm. Weil ja auch teilweise Erze sind, die aussehen wie Diamanten, aber leider keine sind. Und dann baut man die ab und es ist am Ende nur Silver Ore. Das ist nicht so geil. Ja, das mit den ganzen Erzen ist schon ein bisschen verwirrend. Ja, also es ist verdammt viel. Aber nicht alles davon ist auch nützlich. Da muss man immer genau gucken, was braucht man jetzt, was nicht. So. Mal gucken, auf der Karte, wo wir noch nicht waren. Okay, da unten ist überall Meer. Das wird natürlich eine lange Reise werden, darüber zu fahren oder zu fliegen. Aber schon eine Menge erkundet. Für den kurzen Aufenthalt hier, den wir schon da sind. So. Muss da noch irgendwas sein? Ach, cool. Schweine, da kann man noch ein bisschen Fleisch farmen.
Solange es noch kein Weizen für uns alle gibt. Okay, perfekt. Und der Himmel ändert sich ja auch immer, wenn man in so einem Wüstenbiom ist, in so einem komischen Mesa-Biom, dann wird der Himmel irgendwie so orange. Passt sehr gut dazu auf jeden Fall. Haben die Mod-Entwickler geil gemacht mit der Biomes O'Plenty Mod, die hier zum Glück ja drin ist. Das sind, glaube ich, 60 Biome oder sowas. Das ist richtig extrem. So, deswegen kann es ja manchmal sein, dass man mal so eine Phase hat, wo es dauerhaft irgendwie laggt. Dann muss man immer runtergehen und nochmal neu starten. Das hatte ich auch einfach mal. Ach, neues Erz. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist grün. Was ist denn das? Ist kein Smaragd. Mit F3 plus A lädst du die ganze Welt neu, also... Ach, das ist ja cool. Straw. Ich hatte nämlich echt so eine Aufnahme, wo es dauerhaft gelaggt hat. Dann habe ich ja nochmal ganz neu gestartet, dann ging es auf einmal wieder. Na, es hat, verbraucht auch verdammt viel Arbeitsspeicher. Aber wenn man dem mehr zuweist, dann sollte ich, glaube ich, mindestens 2 GB geben, denn sonst ist es nicht so geil. So. Boah, die Höhlen sind einfach komplett voll mit diesen Erzen. Und mit Limestone. Also ist auf jeden Fall nicht das Fossil. Okay, Inventar schon wieder voll. Was ist das für eine Ohr? Achso, es sind meine gedroppten Items. Gut. Endeffekt. Und da ist ein Schaf. Ja, endlich. Boah, ich brauche so viel Wolle. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann nochmal schaffen werde, zum Mond zu fliegen hier, weil das ist ja auch möglich. Aber es ist ziemlich die komplizierteste Sache, die es überhaupt gibt, von Galactic Craft, die ganzen Sachen. Also das ist schon mit am heftigsten, aber auch am lustigsten, glaube ich. Ja, das ist echt cool. Wenn man das schafft, sowas zu craften, weil da ist echt extrem viel Technik dabei, aber ist auch, finde ich, sehr gut hier, dass man nicht nur Technik machen muss, man kann auch Abenteuer erleben und so. Deswegen ist nicht so wie Tacket, aber auch nicht so wie Hexel irgendwie. Es hat schon... was von beidem, aber ist doch was anderes. So, und die Modpacks werden einfach immer größer. Schon über 200, nee, 100 Mods sind das hier, glaube ich, 111. Boah, wohin das noch führt, ich weiß es echt nicht mehr. Und wie viel zieht das momentan noch? 2,3 GB, das ist ja noch vollkommen okay. Oh, man gewöhnt sich aber schon sehr schnell an das Fliegen irgendwie. Dass man nicht mehr laufen muss. Sehr, ja, das wäre angenehm. Das ist sehr... sehr schnell geht das auf jeden Fall. So, aber laufen geht am Anfang natürlich auch noch klar. So, ich finde es auch gut, dass wir da direkt in ein Dorf gespawnt sind, wo man dann schon mal ein paar Items hat. Ein bisschen Holz und sich ein paar Monster schon mal gegriffen hat, die man sich dann als ja, Objekt zum Verwandeln nehmen kann. Ich habe auch schon so viel drin. Enderman. Witch, alles mögliche. Und als Huhn kann man auch so ein bisschen gleiten jedenfalls. Da kann man in die Schluchten einfach ja, reinfliegen. Das ist ganz cool. Oh, das ist sogar Diamant hier. Sehr schön. Das ist gut. Ich habe ja ein Texture Pack drin, deswegen ist es immer ein bisschen anders. Und ich sehe es nicht direkt. So. Sehr gut. Da haben wir gleich wieder 1000 Diamanten. Kann man den mal wegwerfen. Ah, Spinnenauge. Braucht keiner. Ah, da ist noch einer. Na, Zombie. Also, sie sind echt fast mehr Erze als normaler Stein drin. Kommt mir irgendwie so vor. Krass. Gut, die Diamantrüstung ist noch kaum angekratzt, aber naja. Aber irgendwie sind die Mobs auch ziemlich stark hier. Also, es ist mir irgendwie so aufgefallen, dass man da leicht mal sterben kann, wenn man nicht aufpasst, aber... ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist oder ob das mir nur so vorkommt. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Wo ist denn die Wolle? Ach, da. Da ist sie. Danke, Schaf. Das müsste eigentlich sogar bald reichen. Okay, wo war ich denn noch nicht? Karte. Ach, hier war ich überall schon. Das ist dieser eine Fluss. Wo man echt sehr schwer rauskommt, wenn man da sich hochbauen muss. Wo ist es... wo haben wir es denn? Noch irgendwo ein Schaf? Ich glaube nicht. Naja, bin ich eh gleich wieder zu Hause. Von daher. Mal gucken, was sich machen lässt aus diesem komischen Bollzeug. Craften. Boah, es wird so wenig einfach. Hm, 4 Stück. 4 Couches. Naja. Ist nicht sonderlich gut.